So, wir sind wieder da. Jetzt, der Ronald war gerade da, jetzt dreht sich das Rad wieder. Patrick ist zu sehen. Wenn ich nehme mal das Foto von Ja. Ronald. Also bei mir läuft Video. Ihr könnt nur Fotos sehen. Nee. Nee, wir sehen, es dreht sich, das Rad dreht sich, wir sehen dich nicht. Oder wenn du das Video noch mal ausschaltest, dann haben wir dich Okay, zumindest mach mit ich noch dem bei ihm. Foto und dann mit dem Ton. Schön, okay, wunderbar. Nee, das Video ausschalten. Dann genau, dann nehmen wir nur das Foto und als nur den Ton. Genau. Seht ihr mein Video jetzt? Nee, Nee. nee, dann schalte das Video aus, dann haben wir das Foto von dir. Genau, Okay. Okay, super, ja. wunderbar. Okay, dann danke, dass ihr dabei seid. Und ihr begegnet euch das erste Mal gerade. So. Schön. Ja, ganz genau, Grins. Ja, du konntest mich gar nicht sehen, Patrick, ne? Eben. Ja, ich sehe so ein weißes Bild mit dem Ei, mit dem Hühnerei und zwei Brüsten unten drunter. Also. Pass auf. Normalerweise müsst ihr ja mein Bild so sehen, ne? Doch, nee, nee, wir haben da, Ich mach's nochmal an. also nee, wir haben dein Foto gesehen. Jetzt, Wunderbar. super! Jetzt, Signe! Jetzt ist er hier! Nee, aber bei uns nicht. Ja, jetzt Schade. ist er da! Hallo! Aber der die Zunge Und wie hast du es außerhalb gemacht? liegen, die Zunge muss da wieder rein. Die steht da draußen, die geht gar nicht rein. Da Also, stimmt das was ist hängen nicht. geblieben, oder wie? Ich wollte hier nicht einen auf Rolling Stones machen oder so. Da sollen wir nochmal ganz aus den Skype und nochmal. Nee, das war vorhin auch ein bisschen. Das war vorhin auch ein bisschen schwer. Mach mal das rund jetzt zu dritt mit deinem Bild. Was mit dem Bild? Jetzt Also wieder ausschalten oder wie? Ja. Video ausschalten. Ja. Schafft er nicht. Ja. Okay. Okay. Genau, wunderbar. Ja, eben nochmal danke, dass eben das sind Themen, die uns kommen. Jeder, der ein Thema hat, für mich, wo ich das Gefühl habe, wow, das ist etwas, wo mich einfach auch interessiert. Einfach lade ich andere Leute ein und wir haben eure, also alles sehr aufbauend. So jeder hat andere Worte, andere Ansichten, andere Erfahrungen. Und für mich ist immer eine Magie, alles anzunehmen, dass jeder seine Erfahrungen hat und eben die Möglichkeit zu sehen, dass über das, was Patrick gesagt hat oder Ronald, dass wir da neue Erkenntnisse gewinnen. Und deswegen vielleicht so für mich die Einladung, vielleicht, wenn wir in das Thema gehen, auch für unsere Zuschauer, einfach vielleicht, wenn ihr Erkenntnisse bekommen habt, wo man sagen kann, wow, das hat mich jetzt berührt, das kommt für mich neu, das hat macht, fand ich interessant, ist einfach auch auszusprechen. Und für mich natürlich diese Unterschiede, ich genieße diese Unterschiede, dass jeder anders rangeht, dass sozusagen niemand Recht hat, alle Recht haben und dass nur mit den eigenen Worten, mit den eigenen Erfahrungen kommt und das ist alles schön und das alles einfach auch gefeiert wird und gesehen wird. Ne? Eben, und von mir aus eben dieses Unterschied, diese Unterschiede. Ich würde in die UNO-Charta schreiben, wir sind alle anders, Punkt. Und dass wir auch das Recht haben, sowohl in der Schule wie in alle Systemen auch einzeln und individuell behandelt zu werden. Das ist für mich was eben etwas, was wichtig ist, das Andersartigkeit stehen zu lassen und zu genießen und sich zu freuen und ja, und vielleicht ein paar Witze zu machen, wie Patrick schon begonnen hat.
Aber eben dieses, ja, dieses, wie für mich ist immer ein Wunder durch diese ganze Interview, es ist immer ein Wunder, so diese unterschiedlichen Aspekte zu sehen und zu genießen. Ne? So wie der Ausbruch von Sabine jetzt und ja, und das ist eben jetzt der Zweck einfach auch dieser Konferenz. Ne? Ja. Ja, Ja, ich das denke, wir freut haben mich. alle ganz schön unterschiedliche Lebenserfahrungen hinter uns und alles hat uns reichlich geprägt. Und ich denke, bei dem, was ich alles so erlebt habe, müsste eigentlich ich so durch die Gegend laufen und Trübsal blasen, aber das mache ich nicht, das sehe ich nicht ein. Ich bin hier, um zu leben und nicht, um dahin zu siechen oder so etwas. Das macht mir keinen Spaß. Ich habe mich einfach fürs Leben entschieden. Und ich denke, das ist eine gute Maßnahme. Und ich wünsche mir, dass einfach andere auch fröhlich sind und Spaß haben und sich selbst genießen können, ihr Leben genießen können. Das macht für mich Sinn. Alles andere ist für mich ziemlich langweilig. So bin ich eben. Ja, und wenn jetzt jeder anders ist und wir gehen in Kommunikation miteinander, wie geschieht das? Das machen wir die ganze Zeit schon, auch wenn er jetzt nicht viel redet. Ist er trotzdem ganz am Wirbeln. Ist viel Kommunikation da. Vorhin kam mal der Impuls, wie manipulieren wir mit GTV? Wir bringen ziemlich viel durcheinander im System, im Verstand, im weiß nicht, im was. Weil wir so viele verschiedene Aspekte, unterschiedliche, also heute sagt einer so oder in der gleichen Sendung, in den Konferenzen, wie es jetzt geschieht, einer sagt so und der andere sagt genau das Gegenteil und so und wir bekommen die Resonanz, ja was denn nun, ihr müsst doch Stellung beziehen, ihr müsst doch, ihr könnt doch da nicht, ja was stimmt denn nun, der eine stimmt, der andere stimmt nicht und ja wie ist denn eure Meinung, Jeet und Sabine, ihr müsst doch, ne, ihr könnt. Also wir wollen das irgendwie einordnen und ja, es ist interessant, was da geschieht, wie da das alles neu durcheinander gewürfelt wird, die ganze Suppe. Und dass man letztendlich mehr Unklarheit hat als Klarheit. Und ja, auch eine Form von Manipulation. Ja, eben, das ist meine Frage. Eben ist, was ist unsere Manipulationsabsicht? Weil zu Beginn haben wir immer, wenn irgendjemand einen Zuschauer nicht gefallen hat, die haben nur geschrieben, wie konntet ihr denn senden? Ne? Oder wie konntet ihr den anderen senden? Und viele waren beleidigt, nicht für das, wenn sie etwas gesehen haben, was denen gefallen hat, sondern ja, weil wir den gesendet haben. Und natürlich für mich die größte Manipulation war, ich liebe es, jeder Mensch zu interviewen und nicht nur so wie normalerweise im Fernsehen ist, nur die sehr berühmten und bekannten und dass ich die Leute auch nie vorher ein großes Gespräch habe und ich freue mich, in jeden zu sehen. Das ist dann meine Grenze, wenn ich nicht in jeder dieses Göttliche sehe, wenn ich nicht jeder genießen würde. Ne? Und das war für viele auch schwierig, weil alle haben ausgeschaltet, wenn ich irgendjemand gesendet habe, der vielleicht nicht wichtig war oder nicht bekannt war. Und meine Manipulationsabsichten waren immer so zu lernen, dass jeder anders ist und jeden zu genießen. Ne? Und das habe ich zwar viel verloren, aber irgendwie auch gewonnen. Ja, ein Baum hat viele Blätter und keins gleicht dem anderen. Und trotzdem erkennen wir immer, dass es ein Blatt ist, oder? Ich finde, die Vielfalt ist total schön. Und jeder Mensch hat noch seine Erfahrungen und sein Umfeld gerade und seine Gefühle und
seine Muster, die er durchlebt oder was auch immer. So, ich finde, es ist immer gut, sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge zu erleben und dadurch ein viel besseres Verständnis für alles zu bekommen. Wie eigentlich was funktioniert. Wenn wir nicht vergleichen können, wie sollen wir denn erfahren, was, wie was funktioniert? Wir brauchen immer verschiedene Blickwinkel. Und das ist doch schön, dass wir alle individuell sind. Ich mag das gerne. Das heißt, der Patrick braucht jetzt nicht zu singen, weil du singst, oder? Ich habe das Gefühl, die Rolle ist vergeben. Ich habe den ganzen Nachmittag schon geübt. Ne? Meine Stimme trainiert, alles mögliche, Lockerungsübungen gemacht, alles. A, E, I, O, U, ganz laut, die Nachbarn haben schon angerufen, alles gemacht und dann habt ihr die Gesangsrolle anders vergeben. Oh. Ja. Aber ich werde mich. Oh. Das ist hart. Oh. Tut uns wirklich leid, von ganzem Herzen. Ich leide. Ich hoffe, wir können das irgendwie wieder gut machen. Vielleicht mit einer Solo-Auftrittsrolle. Ja, na, vielleicht, vielleicht wäre das nicht gut für uns. Eigentlich ist es immer gut, so wie es ist, sagt Patrick. Ne? Deine Mimik ist herrlich dazu. Was ich dazu noch sagen wollte, ja, dieses, ja, diese vielen verschiedenen Sichtweisen oder wie auch immer, Erfahrungen, wie man es nennt. Mein Gefühl ist eher, dass es, dass jegliche Struktur dann wegfällt, jegliches irgendwie festhalten wollen. Ah, so ist es jetzt. Zerplatzt wie eine Seifenblase. Also irgendwas, was hier irgendwie gesagt wird, sich da dann meinen, okay, jetzt habe ich es verstanden. So, ne? Also es zerplatzt ständig, tagtäglich. Ja, es hat keine Substanz hier. Das finde ich am genialsten. Ich würde sagen, es gibt einfach zwei Arten von Menschen. Die einen, die schon tun, für was sie gemacht sind, und die andere, die es noch nicht tun. Ne? Und wenn Nietzsche das sagt, wo immer er was Lebendiges sah, ne, da sah er nicht den Willen zur Lebendigkeit, sondern er sah den Willen zur Macht. Und da kann man schon sehen, diese Macht ist das nach außen gehen damit. Ne? Also was ihr auch macht mit den Videos und das nach außen gehen, ich mit den Büchern, jeder halt auf seine Art. Ne? Und da ist eigentlich gar keine Konkurrenz drin, auch wenn man sich über Einzelpunkte streiten kann. Aber in Wirklichkeit sind es einfach zwei Arten von Menschen. Und die immer versuchen, genau in ihrem Teilbereich wirklich super klasse zu sein. Ne? Mhm. Und deswegen lasse ich mir auch in anderen Teilbereichen von hunderten Leuten helfen oder so. Ne? Also ich habe für alles Mögliche jemanden, der mir irgendwo hilft. Ne? Aber bei meiner Sache bin ich super stark. Und ist bei den anderen Leuten meist auch so. Und das ist dann schön. Dann ist dann jede Blume für sich einfach wunderschön. Ja, und das ist keine richtige als die andere. Ne? Hm. Nur man kann manche sagen, manche blühen einfach noch nicht. Ne? So würde ich das unterteilen. Ja, schön. Schönes Bildnis. Schön. Schön. Ein schönes Bildnis. Oh, die Zuschauer flippen jetzt aus. Echt? Aie, Ali, Ali. Demnächst heute. Ja, irgendwie spüren sie die. Die freuen sich auch, wenn wir nichts sagen. So ist es. Da fällt mir noch ein. Liebe und tue, was du willst. Schön gesagt, Lili. Gell? Sinn singen wie Lea. Ihr singt ein Liedchen für uns. Antare Ahahae. Ist jetzt mehr so intern. Il Okay. Okay, die singen alle schon, ne? Das ist komisch, ja. Okay, schön. Ja, und wie stehen sie zueinander, die, Patrick, die
das eigene Leben oder wie du es gesagt hast und die, die das eigene nicht leben? Wie stehen sie in Verbindung? Was war das Zweite? Also du hast gesagt, diese Unterscheidung, es gibt Menschen, die das Leben leben oder die ja haben und Menschen, die das noch nicht, das eigene Leben leben. Wie stehen sie zueinander? Gar nicht. Gar nicht. Ich denke, die Leute, die ihr eigenes Leben leben, die berühren sich irgendwie mal automatisch mit den Fingerspitzen und das reicht auch. Ne? Und die anderen, die kommen immer zu nah oder bleiben zu weit weg. Meistens wechseln sie dazwischen drin, ne, weil sie ihr eigenes einfach noch nicht gefunden haben oder so. Ne? Und die richten sich dauernd nach anderen Leuten aus. Ne? Und schauen dann erst, dass sie irgendjemanden finden oder die einzige Wahrheit finden, an die sie sich klammern können oder den richtigen Partner oder das richtige Vorbild und lauter so ein Scheiß. Ne? Und das hört halt auf, wenn sie in sich dann entdecken, irgendwie, was für sie das Richtige ist. Ne? Dann hört der ganze Scheiß auf. Ne? Aber sonst versuchen sie halt dauernd, Leute in irgendwelche Tänze mit reinzuziehen. Ne? Nö, ist keine Verbindung da eigentlich, keine wirkliche. Es gibt noch den schönen Satz zu dem Thema jetzt von Charles Bukowski. Finde heraus, was du liebst und lass dich davon töten. Na? Und das ist einfach gut. Und das hat mit dem Leben der anderen überhaupt nichts zu tun. Na? Das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Ne? Wenn du bereit bist, an deinen zwei, drei Sachen, die du liebst, kaputt zu gehen, bist du einfach völlig anders unterwegs. Ne? Ja, es ist eben Hingabe. Aber ich merke auch, dass diejenigen, die wach geworden sind und die ihren eigenen Weg finden, dass die wieder anfangen, mit anderen, die das auch tun, wieder zu spielen, wie wir das als Kinder auch gemacht haben. Wir können wieder miteinander spielen, wir können miteinander Spaß haben und wir können ganz viel bewegen. Und trotzdem lässt jeder den anderen seinen Weg gehen. Ja, das ist das, was ich mit dieser Fingerspitzenberührung auch gemeint habe. Ne? Es ist nicht mehr so wie früher, man muss klammern, man muss keinen besten Freund haben und den ganzen Scheiß, sondern es ist einfach so eine Fingerspitzenberührung, man kann sich im Moment halten sogar vielleicht ein bisschen und dann lässt man sich wieder los. Und wer weiß, ob man sich mal wieder trifft, und wenn man sich wieder trifft, geht dasselbe von vorne los. Ne? Das ist aber eine andere Art von sich begegnen. Ne? Und sich schätzen auch oder so. Ne? Ja, das ist schön gesagt. Genau. Sehe ich auch so. Und die Leute, die das, was sie tun, nicht schätzen, ne, die können da gar nicht hin. Ne? Also die das nicht so schätzen, dass sie dafür im Prinzip sterben würden. Ne? Und wenn das nicht da ist, muss man sagen, okay, das ist meins, das mache ich jetzt noch, bis die Lichter ausgehen. Ne? Und das ist wirklich meins. Ne? Da ändert sich echt alles. Ist einfach so. Und du kannst da nie was entscheiden, du kannst nicht entscheiden, was deins ist. Du kannst nur nachgucken, was eh schon irgendwie entschieden ist. Ne? Und das kannst du dann sagen, okay, dann lebe ich den Scheiß halt. Ja. Also mich wundert, dass es ist richtig, dass es keine Kommunikation gibt zwischen beiden Gruppen, aber das verstehe ich noch nicht ganz. Also die Kommunikation findet schon statt, aber das Verständnis ist nicht da. Okay. Na, die einen sind im Verständnis und die anderen sind im Verstand, also in ihrer Vergangenheit. Die kleben da überall fest. So, und sie können sich ganz schwer davon nur lösen. Im Verstehen, im Verständnis bedeutet, ich folge dem Fluss des Lebens. Ich schwimme darin. Das heißt, ich lasse mich eigentlich treiben. So, und ich sehe, was mich berührt, wo eine Stromschnelle ist, wo stilleres Wasser ist. So, aber ich fließe da durch. So, und die anderen versuchen sich immer festzuhalten, gegen den Strom zu schwimmen oder eher anzukommen und sind immer völlig erschöpft davon. Sind eigentlich die ganze Zeit auf Abwägen. Das ist viel zu anstrengend. Ne, so bei denen fehlt die Leichtigkeit des Seins. Und die anderen aber müssen ja Moment, auch... Sag ruhig. Sie reden ja auch immer von Sachen, die sie gar nicht wissen. Ne? Das heißt, die reden immer nur von, wie sie es vorstellen, wenn es so wäre, wenn sie das leben würden, für was sie gemacht wären. Und
sind halt in einfachen Traumwelten. Die können ja gar nicht über das Thema sprechen, ne? Weil die wissen ja davon nichts. Sie haben nur eine Vorstellung davon, ne? Die wissen nicht, dass dann andere Türen aufgehen, dass dann die Welt sich ändert, dass es sich ein paar Mal ändert und auch manchmal schmerzhaft. Aber die wissen das alles nicht, ne? Die stehen einfach davor und gucken in ein Land, das sie eh nicht betreten werden, ne? Ja. Aber das und heißt, darum kann man mit denen reden, weil sie eh nur von dem reden, was sie sich vorstellen. Ne? Ja. Eben, ich möchte meine Seminare verkaufen und möchte diese Leute erreichen. Ne? Du möchtest deine Bücher verkaufen, Ronald, du auch deine Bücher. Was machen, wenn da keine Brücke ist? Was machen wir dann? Wenn wir die schon das Leben, die interessieren sich nicht an das, was wir machen. Ach, ich sehe das einfach so, dass zu uns immer diejenigen geführt werden, die uns brauchen können. Also das heißt, das Resonanzfeld sorgt schon dafür oder die geistige Führung oder das multidimensionale Selbst, wie auch immer wir das sehen. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten. Es führt die Menschen zu uns, die uns eine Weile brauchen, denen wir etwas geben können, was sie weiterbringt. Und ich empfinde es wirklich so, ich habe wirklich mehrere Nahtoderfahrungen hinter mir. Eine, die war sehr, sehr heftig. Also ich musste wirklich über ein Jahr wieder richtig laufen und sprechen lernen und all sowas. Man hat mir einfach auf einer anderen Ebene gezeigt, was meine Aufgabe ist. Und für mich ist dabei eigentlich rausgekommen, dass ich versuche, jeden Menschen sehe ich so, weißt du, wie so eine Enigma, so ein Safe, den ich knacken muss. Um an das Licht, an den wahren Geist ranzukommen, an das wahre Wesen, was eigentlich so ein bisschen vergraben ist im Hintergrund. Und das hervorzulocken. Und dazu mache ich eben ganz viele Dinge. So, und ich mag es, kreativ zu sein und herauszubekommen, wie kann ich einen Menschen berühren, dass der sich selber wiederfindet. Und zwar seinen Weg zu gehen, ohne mich. Ich will absolut keine Abhängigkeiten. Ich möchte, dass die Menschen wieder in ihre Macht kommen. So, und das macht mir total Spaß, wenn ich das schaffe. Ne? Und durch Heilung, durch Musik, durch Bücher, durch Bildnisse, ich liebe Grafiken, so alles, was Schönheit rausgibt, was ein Wohlfühlen rausgibt, so damit die Menschen sich an sich selbst erinnern. Das ist es doch. Und sie können sich doch nur an sich selbst erinnern, wenn sie sich in sich selber wohlfühlen. Und die meisten wissen ja noch nicht mal, was das ist. Sie wissen ja noch nicht mal, was sie sich wünschen sollen. Sie haben das alles vergessen. Also muss ich sie an sich selbst erinnern. Weil lernen brauchen sie doch eigentlich nicht. Sie sind doch göttliche Wesen. Alle, die hergekommen sind auf diesem Planeten, sind geboren worden als vollkommene Wesen. Mit dem gesamten Wissen des Kosmos in sich, was Recht und was Unrecht ist. Was das göttliche Gesetz ist, das haben sie in sich. Jedes Kind wird absolut mit Wahrhaftigkeit geboren. So, und das ist irgendwann weg. Also sie müssen es nicht lernen, sie müssen sich erinnern und wieder rauskommen aus diesem ganzen Zwang und diesen Manipulationen, die sie unterjocht und versklavt haben. So, und da bin ich sehr kreativ. Und da, wie gesagt, das macht mir Spaß, das zu schaffen. Ja, und jeder Mensch, der wieder anfängt, fröhlich zu werden und liebevolle Beziehungen führen zu können und einfach mit seinen Mitmenschen anders umgeht. Ja, es gibt so viele Leute, die sagen so, ich möchte spirituell sein, ich möchte Heiler sein, ich möchte das und das für Menschen machen und so und das andere will ich alles nicht mehr. Und dann sage ich, guck dir dein Umfeld doch mal an, das ist doch immer, überall sind es doch Menschen. So, und jede Begegnung ist eine Möglichkeit zu lernen, zu Erfahrungen zu machen und etwas umzusetzen. Wo willst du denn hinlaufen? So, ja, mein Alltag und mein spirituelles Leben und so. Was ist denn der Unterschied? Es ist alles eins. Dieses in Schubladen packen so, und dieses immer alles getrennt sehen, das sehe ich nicht so. Ich habe damit total aufgehört. Also ich... Sabine, nein, man will es immer, das innere Licht zu erkennen, das wahre Wesen zu erkennen. Weil das macht Spaß, das zu entdecken. Mir macht es auf jeden Fall Freude. Also ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, jetzt, wenn ich so fühle. Immer wenn ich
irgendwie gefühlt habe oder gedacht habe, boah, jetzt habe ich gefunden, was meins ist und das tue ich und dafür sterbe ich oder wie auch immer. Ah, dann habe ich gedacht, jetzt tanzen, das Tanzen ist es jetzt. Es geht gar nicht darum. Oder das ist es jetzt. Oder nee, das geht nicht darum. Also ich merke immer mehr, nichts von all dem. Also es ist so ein, ich will überhaupt nichts von dem anderen. Es ist so ein, einfach nur ein Sein mit demjenigen, egal wie. Und ich finde, da schaffe ich, also für mich, meine Erfahrung, schaffe ich eine totale Brücke zu dem anderen, die vermeintlich ihr es nicht gefunden haben und ich mich vielleicht manchmal auch darin sehe. Also da findet totale Berührung statt, permanent. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich will da gar nichts. Und manchmal erwische ich mich klar, ich will, dass der das auch das Leben leichter sieht, so wie ich es vielleicht oft sehe. Okay. Zum Beispiel ich, ne? Aber immer mehr und mehr merke ich, ich will, das ist alles so mir irgendwie so absurd. Ich will gar nichts. Ich will einfach nur da sein. Und gleichzeitig merke ich da, das ist die Brücke. Also da bin ich total in Kontakt mit jedermann. Also ja. Ja, aber das ist genau das, was sie auch meinte, dieses Loslassen. So, wenn wir nirgendwo mehr festhalten und eher einen Schritt zurückgehen, kommen die Menschen auf uns zu. So, und sie können vielleicht vieles nicht greifen, aber egal wo wir auftauchen, wir verändern einfach, weil wir andere Gedanken haben, weil wir andere Gefühle, Bilder in uns haben und so. Wir verändern unser Umfeld immer. Das ist einfach unsere Aufgabe. Jeder auf seine Art und Weise. Wir berühren Menschen einfach, egal was wir tun, auch wenn wir nur irgendwo sitzen und schweigen. Wir müssen nicht immer tun. Das wollte ich, das Missverständnis wollte ich vielleicht, dass es nicht darum geht, nur um zu tun. Es wird jetzt so viel geschrieben. Saibling. Cheat, ich brauche euch, nehmt mich mal ins Gespräch auf. Das sehe ich auch so mit den Kindern, Ronald. Wer sich paaren möchte, muss gegen den Strom schwimmen. Lach. Schön gesagt. Wer braucht mich denn? Ein Schamane ist es. Ja. Aber ich denke, zu dritt ist jetzt schwierig, ne? Ja, früher haben wir von Gefährten geredet, auch von Lebensgefährten. Das finde ich, ist ein schönes Wort. Und gerade bei, Früher hat ja. man ja auch nicht geheiratet, sondern gefreit. Und Ja, auch ein Mensch wird nicht Leben. geboren, sondern ein Mensch kommt durch eine Niederkunft. Das sind alles so, wenn wir die alten Worte wieder nehmen, die wir früher mal benutzt haben, ist eine ganz große Weisheit da drin. Wir dürfen mal wieder reinschauen. Das ist schon sehr spannend. Nur jeder von uns ist niedergekommen, nicht geboren worden. Schön. Was hat denn das für eine Bedeutung, ne? Sorry, Schamane, ich traue mich jetzt nicht, dich noch hinzuzufügen, weil könnte das, weil ist doch eine Netzschwäche bei dem Video. Das machen wir ein anderes Mal, wenn das für dich okay ist, weil, ja. Okay. Ja, ich denke, ich werde mich auch bald ausklinken. Okay. Also für mich, wenn ich was tue, das tue ich, also alle Begegnungen, das sage ich immer klar, wenn ich jetzt dich sehe oder fühle, ist ein Genuss für mich. Das mache ich alles für mich. Und das heißt, nebeneinander oder so wie Patrick sagt, dass man sich an den Spitzen berührt. Also, dass wir doch irgendwie nicht verschmolzen sind, nicht zusammen sind
Und dass diese Trennung voneinander, die Grenze voneinander auch so die Kunst ein bisschen ausmacht, so wie die Atome, die sich zusammendrehen oder. Ne? Ja. Sabine guckt mich und ist entsetzt. Okay, gut, ich denke. Ich denk auch, dass wirklich Berührung, eine echte, eine gute Berührung, eine fruchtbringende Berührung nur möglich ist unter Menschen, die voll den Bereich bei sich akzeptiert haben, der immer einsam bleiben wird. Ne? Wenn man für diese Einsamkeit ein Gespür hat, ne? Und wenn das zwei haben, dann kann das immer zum Tanz werden. Ne? Und wenn das einem noch nicht klar ist, wo da die Grenzen innerlich sind zwischen Bereichen, wo ein Partner decken kann und Bereichen, wo ein Partner nicht decken kann, ne? Dann kommt er immer zu nah und geht dann zu weit weg. Also es ist immer dieses Hin- und Herspiel wieder. Ne? Also nur zwei Menschen, die wirklich wissen, dass ein Bereich immer in der totalen Einsamkeit verbleiben wird oder so, die können wirklich miteinander tanzen. Ja, schön gesagt. Ja, danke. Ja. Ja, sehr schön. Wir sind schüchtern heute, ne? Ein bisschen. Schüchtern. Nö, schön. Ich glaube, wir haben alle einen sehr, sehr guten Humor. Und Patrick hat so einen verschmitzten Gesichtsausdruck, den genieße ich gerade richtig. Ja, weil er schreibt die ganze Zeit im Chat so freche Kommentare über uns. Echt? Du musst. Ich habe heute nur die wichtigsten englischen Wörter erklärt oder so, mit Anschauungsmaterial. Ich habe heute alles brav gemacht. Also mir kann man keinen Vorwurf machen. Ja, da braucht man nur dein Buch zu lesen, mit Kopf. Man braucht nur dein Ohne Buch. Kopf, wie lustig oder lustig. Also, was du mit Nabia geschrieben hast, um zu sehen, was hinter dem Verschmitzen immer abgeht, amüsierst du. Es ist toll, ne, dass du das zeigst, dass du diese Wesen hier auch wie ein Fest irgendwie siehst oder dass du dich freust und dass du auch deine innere Kommentare gibst und dass dich alles, wenn ich das so wahrnehmen darf, dass du sehr aufmerksam bist mit wer da ist und wer was sagt und so, ne? Das fühlt sich toll an. Man fühlt sich mit Aufmerksamkeit beschenkt, ne? Auch wenn es frech ist oder so, ist immer Aufmerksamkeit. Das stimmt, ja. Und du, Vielen, vielen Dank. ja, das stimmt. Und ist bereit, ne? Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass einige gesagt haben, die schon mal mitgemacht haben, also nö, Konferenz oder Podium, das oder zusammen mit anderen. Nee, das wollen sie jetzt doch nicht mehr. Sie wollen lieber alleine nur Sendung. Ist auch total in Ordnung, aber so diese Bereitschaft, so sich jetzt, so wie wir jetzt, zu begegnen, ne? Und nicht zu wissen oder Unsicherheit mit drin ist und was auch immer. Ja, lassen sich nicht so viele ein. Deswegen Wertschätzung umso mehr für euch. Es könnte still werden. Ja, ich finde, das ist einfach Leben. Das ist doch Leben. So wie es kommt und wie es geht. Das macht auch Sinn. Das ist doch live. Tja, ihr Lieben, ich werde mich jetzt gleich ausklinken, aber ich bin gerne bereit, jederzeit, dass wir uns wieder zusammen telefonieren, skypen und so. Ich finde das schön. Mir macht Also, das Spaß. danke, du willst dich mit deinem Lied verabschieden, ja? Nein, jetzt nicht. Das andere war so schön, das lassen wir jetzt mal. Nächstes Mal gerne wieder eins. Okay, Dankeschön, Ronald. Dankeschön. Okay, Dankeschön. ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielen Danke, Dank. hab eine schöne Nacht. Ja, ciao. Ja, tschüss. Tschüss. Na, da gehe ich auch mit raus jetzt gleich, dann haben wir es geschafft. Ja, dann gehen wir jetzt was trinken oder essen, ne?
Ja, Patrick, wann kommst du hierher? Du bist ja in Berlin, ne? Nee, ich bin in Coburg im Moment. Ja, ist ja auch nicht weit. Wann kommst du hierher? Weiß ich nicht, können wir schon mal was machen? Ne? Würde mich freuen, ne? Dann kann ich, weil ich kann gut Ja, kochen. Ich kann gut kochen, ne? das finde ich gut. Ne? Okay. Und Sabine, muss ich noch ein paar wichtige englische Wörter erklären, die ihr scheinbar noch fehlen? Ach so. Oh, ist sie rot geworden? Okay, Voll Dankeschön. getroffen, ey. Bis Voll. bald, ja? Bis Ciao. dann, danke. Ciao. Ciao. Sabine ist immer die Unschuldige. Okay, jetzt mit der Wiederholung. Wie gesagt, die Filme werden zusammen sein. Die werde ich dann schneiden. Normalerweise eben komme ich gar nicht zum Schneiden. Bei 8000 Produktionen bräuchte ich 20 Leute als Personal. Okay, also die Videos sind jetzt bereit für in der Wiederholung. Und das heißt, für die, die später gekommen sind, kann man das wiedersehen. Den Interview mit Patrick, ein Interview mit Ronald und dann die gemeinsame Konferenz. Bis dann, Dankeschön. Warte mal, Vielen Dank. das schiebe ich jetzt hier bei hier und hier. So, Dankeschön. Wie gesagt, den Chat konnte ich nicht immer lesen, weil es manchmal den Chat abgestürzt. Die Danke an Leute im Chat alle. wollen alle zum Essen kommen, schreiben Sie. Ach so, ja. Ja, Dankeschön an alle. Ich fühle euch, ich sehe euch, ich sehe einfach auch, ich sehe schon, wie ihr fühlt, angezogen seid, die Wertschätzung. Es ist für mich ein Genuss, weil ich übe das seit 6 Jahren täglich. Das eigentliche Internet, dieses Fühlen von Freunden, von Weggefährten und von Liebenden. Dankeschön. Tschüss.